Gedanke 67. Kinder beim Spielen denken nicht an ihre Eltern. Aber sind sie müde und hungrig, so wenden sie sich Mutter oder Vater zu. Und nicht dem Nachbarn oder Vorübergehenden. Eine verliebte Jungfrau beschäftigt sich mit ihrem Glück. Oder ihrer Illusion. Aber falls der Liebling das Nest wechselt, jammert sie bei der Freundin, der Schwester. Ein Arbeiter ist durch die Arbeitsnormen, Verpflichtungen und Gruppenleiter belastet. Und nur bei einer Verletzung oder Erschöpfung geht er zum Arzt. Also, jemandem sind, manchmal und für etwas, Eltern da. Jemandem sind, manchmal und für etwas, Freunde und Geschwister da. Jemandem sind, manchmal und für etwas, Ärzte und Psychotherapeuten da. Weise sind auch da. Aber im Gegensatz zu den müden und hungrigen Kindern, den unglücklich Verliebten, den körperlich Erschöpften und Verletzten, wissen vom Leben Enttäuschte nicht, an wen sie sich wenden sollen. Wie einen Weisen erkennen. Diejenigen, die sich anpreisen, verherrlichen, freuen sich über die Nachfrage, verlieren ungern ihre Schäfchen, sind Geschäftsleute oder Scharlatäne. Der Weise ist ohne Absicht und ohne Erwartung. Er erlaubt den Leuten, zu ihm zu kommen und von ihm zu gehen. Denn er weiß. Seltene, die ihn als Weisen zu erkennen fähig sind, brauchen ihn nicht. Da sie auch fähig sind, die Weisheit allein zu erreichen. Und andere, die ihn wirklich brauchen, gehen lieber an andere Orte. Zu anderen Leuten. Zur Einsicht gekommen, dass sie ihr Leben verspielt haben. Probieren sie auch, die Weisheit zu kaufen.